Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei der Sarah May in der Secret World. Ich habe wieder mein Strandoutfit an, weil hier ist ja überall Wüstensand. Eigentlich ist das ja Urlaub hier, habe ich ja mal gemacht, ne? Gesagt. In Ägypten war eigentlich Urlaub. Wollte ich mit dem Lesrak schön in den Urlaub. Und was sind dann hier? Artonisten. Ganz toll. Was der wieder für einen Urlaub gebucht hat, ey. Das ist meine Tochter Mutter Moya. Sie ja, jeder versteht das anders unter Urlaub, ne? Der der redet gerade mit mir hier. Der Pappnose. Hallo, Vater. Sie verkörpert den Geist von Meret Seger. Hören Sie ihr Flüstern von unten? Die Grabmale rühren sich und die Toten erwachen. Mein Lied verhallt. Die Stimmen aus dem Jenseits werden lauter. Ich weiß, dass du erschöpft bist, Liebes. Aber du musst deinen Geist kanalisieren. Yay, ein Buff. Oder irgendwas. So. Das traurige Lied. Mein Lied ist traurig. War es wohl schon immer. Sie sind genau wie mein Vater sagte. Und doch anders, als ich dachte. Es ist schwer, durch Worte ein Bild zu formen. Und es ist falsch, jemanden für die Ewigkeit an einen Ort zu ketten. Ich sehe sie hier, jetzt, und bin erfüllt mit Erleichterung und Schrecken. Freude und Traurigkeit. Erleichterung, dass das lange Warten fast vorbei ist. Den Schrecken sehen sie selbst überall. Die Stimme aus der Tiefe ertränkt mein Lied in ihrem Lärm. Und die Katakomben sind voller Sklaven der Finsternis. Freude, dass mein persönlicher Albtraum vielleicht ein Ende findet. Du verlässt mich doch nicht, große Schwester. Ich verlasse dich nie, Kleiner. Niemals. Schwörst du? Ich schwöre bei meinen Kindern, kleiner Bruder. Ich schwöre bei allen Sternen am Himmel, bei allen Sandkörnern der Wüste. Dann ist's gut. Und Traurigkeit für meinen Bruder. Er kannte immer nur dieses halbe Leben. Und nun wird ihm sogar das noch gestohlen. Wir sind alles, was er hat. Wenn er nicht wäre, gäbe ich einfach auf. Ließe die Stimmen der Tiefe ein, auf dass sie mein Lied verstummen lassen. Ich würde ruhen. Würde schlafen. Und ihn zu sehr vermissen. Ach, die sind immer so traurig, diese Sache. Bei der kriege ich immer wieder eine Gänsehaut. Warum habe ich jetzt hier eigentlich zwei Ketten an? Das ist irgendwie ein Bug, oder? Moment. Das ist ein Bug von deiner Hand, von deinem Handkettchen. Ach Mann. Die hat nämlich irgendwie so ein zweites Teil. Hier, nehmen wir das. So. Yay, die habe ich auch. Na dann. Ich an, aber ich habe sie. So, so. Würde ich jetzt auch sagen an einer Stelle. So, zu den Urkatakomben gehen. Ne? Ach nee, wir müssen hier noch eine Quest abgeben. So. Schwarzbarren. Ja. Das sieht jetzt bestimmt total toll aus hier. Halbnackige Frau auf Skateboard. Oh mein Gott, bitte. Du hast keine Rollen dran. Na gut. Hoverboard. Wo ist der Strand, Terra? Bring mich zum Strand. Und dann? Ja, Sonnenschirm und dann. Ja, und auch noch ein Palmwedel, ne? Damit du Frischluft kriegst. Ist klar.
Ey, das macht du weißt schon, dass wir 2015 schreiben, ja? Nur weil ich farbig bin im Spiel. Ach, jetzt kommt der Spruch, okay. Auf den habe ich irgendwann schon mal gewartet. Das sagst du, weil ich schwarz bin. Das nur, weil ich schwarz und Illuminat bin. Und eine Frau. Wenn wir schon dabei sind, kommen ganz viele Klischees. Und weil ich das dickere Gewehr habe. So. Oh. Oh, Lester, komm zurück. Ich kann das nicht. Ach ja. Aber irgendwie macht's schon Spaß. Ich kann mir das schon. Was? Pass auf, nachher kommt er zurück und dann mache ich die besseren Sprüche, weil ich viel geübt habe. Schön die Leute zuerst außen wegmachen, habe ich mir sagen lassen. Jetzt innen. Die Urne des Leids. Und was ist in der Urne des Leids drin? Ein Totengeist des Leids. Sowas, sowas. So. Eine Etage tiefer und dann geht's weiter. Da ist ja noch eine Urne. Und geplagte Seelen. Hast du eigentlich inzwischen hier Hemlock Grove bekommen? Nur bis zur vierten Staffel und dann war wieder mal weg gewesen. Also war noch nicht ins Deutsche und ich war dann auch zu mir, dass ich nicht noch irgendwie mir die auf Englisch angucken wollte. Da hätte ich ja noch viel denken müssen. Welche ist die vierte Staffel nochmal? Was war das denn einfach für Inhalt her? Vierte Staffel? War das nicht vierte oder dritte? Zweite? Ich weiß nicht. Dritte Staffel. Oder war es die zweite? Oh, ich bin jetzt total durcheinander. Nee, weil ich habe viele Serien irgendwie am Start, die ich immer wieder gucke. Oder gucken will. Das ist ja schöner drin. Ich muss gleich vorm Schlafen gehen auch noch einmal hier meine Teenie-Serie weitergucken. Deine Teenie-Serie? Ja, eine MTV-Teenie-Serie habe ich angefangen. Das ist ganz schlimm. Was für eine? Was denn für eine? Finding Carter. Okay, ich sag mir gar nichts. Nein, die ist, ich sag jetzt mal. Hin und wieder gucke ich solche Sachen. Ja, ich gucke ja auch ein paar Teenie-Serien inzwischen. Genau wie ich eine ganze Zeit lang The Secret Life of American Teenager geguckt habe. Nee, ich sag mir auch nichts. Aber dann ist mir das zu blöd geworden, weil das ist ja hier immer dasselbe, wenn man immer sagt, hey, warum ist die jetzt mit dem zusammen? Es wäre viel cooler, wenn die mit dem zusammen wäre. Oder andersrum. Ja. Dass dann das nach 5 Staffeln oder so immer noch nicht so war, wie ich das wollte, habe ich aufgehört zu gucken. Was ist denn da hinten schon wieder? Ich töte hier einen Seelenentblößer. Er entblößt sich vor uns. Deswegen, ich wollte das nicht. Ach so. Hier. Da ist ja schon wieder einer. Ja, die kommen hier raus. Ich glaube, einer kommt 10 zur Beerdigung.
Beerdigung. Leute, hier ist keiner mehr. Ihr könnt aufstehen und weglaufen. Los. Ach, Mann. Ja, die werden irgendwie gezuckert von einem Rausch sein. Was für Drogen sie kriegen. Ja, gezuckert. Was ist das denn für ein Spruch? Den kann ich noch gar nicht. Gezuckert. Oh Mann, das kennst du nicht? Wo sagt man das? Süden von Deutschland? Ich weiß es nicht. Ich habe so viele Bekanntschaften, großteils aus dem Ruhrgebiet, dann Österreich und eine eben in Spanien. In Spanien? Ja, Spanien. Ich bin ja froh, heute ist ja Karnevalsbeginn, ja? Ja. Also wisst ihr jetzt auch, wann wir das hier aufnehmen, ja? Und ich habe ja die ganze Zeit jetzt immer im Rheinland gewohnt, jetzt wohne ich nicht mehr im Rheinland. Und das ist so schön. Keine Besoffenen in der Bahn. Keine aus dem Maul riechenden komischen Leute, die ein bisschen entgegenrufen. Ein bitte was? Ja, warst du noch nie an Karneval in Köln oder so? Nein. Man hat hast dich drauf gefasst. Man hat mich immer gerne zu ermutigt und animieren wollen, aber ich habe immer schlichtweg Nein gesagt, weil ich kenne das hier auf dem Dorf. Das ist auch nur Saufen, oder was? Das Saufen, das ist die Karnevalmariechen. Oh, Funkenmariechen. Ja, Tanz-Tanz-Typies, ja. Und dann diese Schunkelmusik. Oh, geh mir weg. Das ist aber ganz komisch, dass ich als Rheinländer da überhaupt keine Musik habe. Kann ich nie leiden. Glaube ich. Das ist auch nichts für meine Sache. Ja, ne. Das ist wie mit Volksmusik, damit kannst du nicht jagen. Meine Mutter hat auch Volksmusik gehört. Dann habe ich sie gefragt, warum sie so einen Scheiß hört. Ah, ich finde das ja nicht gut. Aber? Ich höre das nur zu Informationszwecken. Oh Gott! Immer diese Mitläufer. Ja, sie hatte einen Bekannten, der in der Volksmusik-Szene irgendwie auch mal so, der halt Musiker ist. Also, da ist sie, glaube ich, mit so reingerutscht. So, plus Gesundheit, plus Angriffswert, minus Heilungswert. Mehr Gesundheit. Ich verliere natürlich Heilungswert. Gewinne aber Angriffswert. Aber der Heilungswert ist mehr als der Angriffswert. Ich weiß es nicht. Ich nehme es mal mit. Ich habe ja eh keine Wahl. Ja, mitnehmen für, wenn du wieder alleine in eine Solo-Instanz gehen musst. Ja. So, müssen wir aber jetzt hin. Das Ding ist ja jetzt vorbei hier, ne? So. Ja. Muss wieder raus. Ja, eigentlich wieder rausporten sonst. Ja, rausporten kann man ja nicht so richtig. Man musste ja, wenn dann über Agatha wieder raus, aber ich glaube, da geht es das genauso schnell, hier mal eben durchzugehen. Ich glaube, dann hier mal. Wir verlaufen uns. Das war falsch. Ja, ich bin hier so selten drin. Da darf ich ja wohl auch einmal falsch laufen. Hier sind die Entblößer, die suchen wir. Raus hier! Ja, ich bin ja schon dabei. Also mal, statt dem Schrank, oh Gott, Schrank. Strand. Statt dem Strand führst du mich hier in so komische Katakomben. Ich? Wer muss denn hier mal durch? Dieses komische redende Geisterführer. Star-Trek-Dings da. Ja, hat denn die Quest angenommen? Ich, aber nur, weil das die Zuschauer so wollten. Die Zuschauer
was wir wollten. Ich mach das Let's Play ja auch gar nicht freiwillig. Ich mach das nur, weil ich hier jedes Mal so... Wie mit dem Bootcamp, ne? Mach's nicht freiwillig, schon klar. Bootcamp? Da wirst du ja auch nur zu genötigt. Hüpfen. Hüpfen? Ja, was ist das? Da kann man Black das essen? Nein. Schade. Was ist denn da draußen schon los? Ist hier irgendjemand schon wieder hinguckt? Wir kommen noch von diesem Schlangen-Mauer da hinten, oder? Das heißt, wir gehen hin? Genau, von der sind wir gekommen. Und die hatte ja nur eine Quest. Ja. Dann könnten wir ja. Wo sind wir denn jetzt hier? Karte, da ist die Karte. Kommt man nicht hier oben lang und dann über dem Ding rechts hoch? Da hinten? Und dann nicht wieder hoch? Da müssten wir auch. Oh. So Hüpf-Bootcamp-mäßig? Ja. Wenn man hier nicht wieder runterfällt, so wie ich jetzt. Aha, aha. Na, pff, Platsch. Nee, ich komme hier schon. Ich schwimme. Oh, hier kann man schwimmen. Hier ist der Strand! In der schwarzen Suppe, willst du... Ja, nee, ist klar, ich will hier raus. Boah. Das geht ach, aber gar nicht. Zehnmal duschen danach. Ey. Ja, natürlich habe ich Ansprüche, ich bin eine Frau. Ja. Ja. Sagen wir mal lieber nichts tun, ne? Ich darf ja nichts mehr sagen. Ja, eben schon, meinen rassistischen Witz habe ich ja schon losgelassen. Ich dachte nur, weil ich schwarz bin. Pananistischer Willensbrecher. Nee, Pnatianischer Willensbrecher. Liebes Secret World Team, Respekt für diese Namensgebung. Oben lang? Ja, ne? Guck mal, die liegen die alle zu Füßen, die Ghule. Das sind ja eigentlich gar keine Ghule, das sind ja pnatianische Sklaven. Oh, kenn ich Papa. Hals-Talisman, kann ich mal einen Okkult-Talisman droppen? Was hier eigentlich? Das weiß ich nicht. Hier ist irgendwo eine Quest drin. Nee, die muss doch über uns sein. Hier hinten geht's auch noch lang. Voller versteckter Gang hier, ey. Jo. Ja, ist er. Die hab ich auch noch nicht. Ich bin Kohl im Arm. Hm? Ja. Sandgolem. Na, dann nehmen wir die doch mal. Hinter jedem Golem. Punkt, Punkt, Punkt. Steht eine Goleminin. Mit der Peitsche. Oh, oh, oh. Oder am Nudelholz. Jo. Jetzt kommen wir jetzt nicht so. Nudel, Alter. Da muss ich ja mal. Das ist nicht irgendwie. Großordnung hieß das bei uns früher. Ja, wir waren auch schon tot, ich habe ihn auch schon umgebracht. Ja, das ist ein Nade. Und ja, habe einen Hammer dafür bekommen. Den da als nächstes. Wow. Ich habe geschossen. Ich habe genau nichts gemacht. Allergie. Leck.
Mein Gott, was haust du denn da für Schaden raus? Ey, krasse Kacke. Eben stand er da noch und dann ist er auf einmal umgefallen. Ja, mit Select. Na, guck mal, die liegen im Sand. Steckt noch nicht. Oh, Select aber echt jetzt gerade krass, ey. Gut. Und dann machen wir mal eben den Trick vom Resort. Mhm. Und laden die UI neu. So. Nützt nichts. Das ist nur, weil die Golems so dick sind. Ich hab den doch jetzt mehrfach jetzt gerade geklickt. Warum? Da sehe ich nichts. Aha. Jetzt kommt's auch immer wieder. Ja, super. Heilen wir Terra. Sind keine gültigen Ziele in Reichweite, ne? Danke. Jetzt will man einmal was Gutes tun, ne? Bestimmt durch die Suppe, die sie hier machen. Quelle des Polterns finden. Quelle des Polterns. Achso, ich wusste ja nicht, dass es hier poltert, aber okay. Ja, die Golems poltern doch. Polterabend. Achso. Wenn man das so sieht, dann ist schon mal. Ich erwarte dann immer jetzt gleich auch so ein Golem im Hochzeitskleid. Oder der Fliege. Und einer mit Anzug und Fliege. Zumindest Zylinder und Fliege. Zack muss ja nie sein. Nicht? Ach doch. Ja, wäre schon lustig. Natürlich. Das ist ein ganz großer. Ein ganz großer? Hat er einen Anzug und eine Fliege? Nee. Ach Mann. Aber der sieht größer aus als die anderen. Und da ist noch jemand anderes dabei. Ein Golem-Former. Dann machen wir zuerst den Formabfall. Wie ist die Quest von uns verlangt? Was okay. War das denn? Jo. Bisschen enttäuschend, oder? Total. Also. Ich habe mir da auch was anderes drunter vorgestellt. Ihr Einsatzbericht ist eingetroffen und wird analysiert. Ja. Und noch nicht mal was Schönes schreiben mir meine Kollegen. Hä? Aus Seoul. Nicht echt. Ja, das war ja jetzt eine tolle Quest so. Eine Schrotflinte. Hier ist eine Tür. Ja, die man nicht benutzen kann. Oder noch nicht. Die ist bestimmt schon fürs Weihnachtsevent. Oh. An Weihnachten singt die Terra dann für euch Weihnachtslieder. Was? Du weißt, dass Krähen keine Singvögel sind, ne? Ah, jetzt auf einmal bist du eine Krähe. Natürlich! Sonst immer so Werwölfe, Katzen. Jetzt auf einmal Krähe. Ja. Ah, deswegen verstehst du dich auch so gut mit Karl. Natürlich. Gestaltenwandler kennen ihre und sich mit der. Gestalten? Shapeshifter. So, so. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert so stehen. Das sieht gerade, ist echt witzig gewesen, dieses Bild, dass oben die Katze und die Vogelscheuche standen da oben auf der Klippe. Und guckten so ein bisschen verlegen herunter. Mal bloß, darunter halte ich da nicht wirklich hin. Da ist auch nur der Wellenbrecher. Schade. Weil da vorne ist auch wieder so ein Wellenbrecher und da spawnt sonst auch gerne noch ein Rare.
Der heißt dann Sandbote der toten Nation. Aha. Einer von den seltenen Bossen, die man eben bräuchte, um dann das Hachichen für die Jacke zu machen. Das Achievement was? Das Achievement für die Monsterjägerjacke. Wenn du hier alle seltenen Bosse gelegt hast in Secret World. Das ist eine Jacke für. Eine total schicke. Hier geht's hoch, oder? Ja. Aber. Da kommt man hier auch irgendwo. Ah, guck mal, hier ist ein Djinn. Ich habe eben Sklavenmeister Theresa gelesen. Sollte ich mir immer die Akku klauen hier. Ja, weißt du auch warum jetzt, ne? Die Frage ist, warum kann ich die überhaupt? Ist er schon wieder gespawnt? Ist das irgendwas mit irgendeinem Besonderen oder was? Nee, das ist die Leiche von dem. Weil ich hier in meinem Dings, in meiner neu erworbenen Münze habe ich das Siegel der Unterwerfung drinne. Wenn sie einen kritischen oder durchdringenden Treffer lassen, verringert sich der Hass ihrer Offensivziele auf sie in geringer Maße. Um 15 Sekunden Ablenkzeit. Ach so, und ich dachte, es liegt an mir. Natürlich fest als Crow, weißt du doch. Also. Ghoul Totem. Okay. Im Gebiet nach Ghoulen suchen, ne? Diese da hinten. Habe ich schon gefunden. Die war ja eh schon machen. War da ein Wissen? Ja. Wissen. Die Umgebung fügt ihnen Schaden zu. Immer diese Umgebung. Ich höre wieder ein Radio. Ja, vom schwarzen Tempel. Der ist ja hier gleich auch mal Edgar. Den wir ja am Fuße. Ja. Ziel ist außer Reichweite. Welch Skandal. Das ist laggy hier. Das ist wirklich extrem heute. Wir brauchen noch einen Willenbrecher und den Erbauer der Totems. Okay, die haben wir gewonnen. Der Aufwiegler. Yay. Oh, ein Schwarzbarren mehr. Hey, wer den Mini-Schwarzbarren nicht ehrt, ist des großen Schwarzbarren nicht wert. Oder so ähnlich. Ja, nur dass es nicht wirklich eine Steigerung hier gibt, ne? Also Mini noch und nicht. Groß gibt es. Noch nicht. Wenn Funcom dieses Video sieht und hört, dass du gerne noch größere Schwarzbarren hättest, die noch seltener sind. Ich würde ja sagen, fühle dich mal von bösem Blick verfolgt, aber das nützt ja nicht wirklich was. Nicht? Nee, du bist da irgendwie Mut gegen. Du wüsstest, wie schlecht ich schlafe bei solchen Sätzen. Das wäre ja. Glaube ich dir nicht. Nee, kann ich irgendwie nicht. Niemand glaubt mir. Nicht mal solche Sachen. Also, man muss kurz, aber.
schon wieder KP zum Ausgeben. Sowas aber auch. Wie kannst du nur? Oh, hier ist der Rat von Venedig. Das ist sehr gut. Yay. So verkaufen. Shop öffnen. Inventar öffnen. Und alles die Kacke hier raus verkaufen. Genau. Juhu, fertig. QS9. Boah, es ist schlechter als das, was ich. Ketten muss ich gar nicht erst mehr angucken. So. Werkzeug. Ach ja, die hatte ich ja beide schon, okay. Ja, war nichts Dolles dabei, ne? Reparieren. Zack. Sonst hat er hier nichts, ne? Schade. Nee, leider nicht. So. Aber hier ist noch ein Wissen. Und dann gucken wir uns noch die Anfangsdingens hier an und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ich entbiete Ihnen Grüße. Das ist mein ältester Sohn, Tutmosis. Er ist der Falke, der über die Pyramide wacht. Hallo Vater, Hohepriester von Amun. Ihr verkörpert den Geist von Horus. Kanalisiere deinen Geist, mein Sohn. Ja, und mit Kanalisiere deinen Geist, mein Sohn, verlassen wir auch die heutige Folge. Tschüss vom Koali und von der Terra May.